Macht Microsoft eigentlich etwas dagegen, dass diese gestohlenen Product Keys zum Beispiel oder andere illegale Product Keys in den Umlauf gebracht werden? Selbstverständlich. Microsoft hat in den letzten Jahren unzählige Testkäufe durchgeführt, unzählige Einsendungen von Kunden erhalten, die sich gewundert haben über den Preis. Und manche Product Keys haben auch nicht funktioniert. Microsoft hat dann diese Product Keys analysiert und konnte dann eben feststellen, dass der Product Key entweder gestohlen war oder er stammte aus China, ist schon 2, 3, 5.000 Mal aktiviert worden. Und auf der Grundlage dieser Analysen hat Microsoft sich dann an den entsprechenden Plattformbetreiber gewendet und darauf aufmerksam gemacht und damit dazu beigetragen, dass diese Angebote dann auch vom Plattformbetreiber wieder gelöscht worden sind. Geht denn umgekehrt Microsoft auch gegen solche Anbieter gerichtlich vor? Selbstverständlich. Selbstverständlich. In vielen Fällen hat Microsoft schon einstweilige Verfügungen gegen die Anbieter erwirkt. Es wurden Abmahnungen ausgesprochen, Hauptsache Klagen erhoben. Und natürlich, wenn wir merken, das ist ein Intensivtäter, da werden auch die Staatsanwaltschaften und die Polizei bemüht. Das heißt, wir stellen einen Strafantrag, es kommt dann zu Durchsuchungen. Da werden dann entweder gefälschte Datenträger sichergestellt, Belege dazu, Kundendatenbanken werden sichergestellt oder aber einfach nur die Listen mit den Product Keys. Wir haben jetzt einen Fall, da hat die Polizei uns mitgeteilt, dass sie bei einem aus unserer Sicht eher kleineren Händler in der Tat über 100.000 Product Keys sichergestellt haben. Und das ist dann auch kein Vergnügen für die Händler, wenn da die Polizei vor der Tür steht. Im Jahr 2015 hat der Bundesgerichtshof gerade zu dem Handel mit Product Keys eine wegweisende Entscheidung gefällt. Und seitdem geht Microsoft, aber auch andere Hersteller, ganz verstärkt gegen diesen Key-Handel vor. Jedenfalls dann, wenn es sich um einen ganz klar erkennbaren Missbrauch handelt. Und Microsoft, das möchte ich ergänzen, man kann es von den Herstellern nicht erwarten, dass sie diesen Handel mit Product Keys in diesen klaren Pirateriefällen einfach toleriert. Das geht nicht. Das ist man den Kunden auch schuldig, aber auch den ganzen Partnern, die legale Ware verkaufen, dass man dann einfach einschreitet und auch zwar entschieden einschreitet. Die ja bei ihren Kunden wieder das Problem haben, dass die Diskussion haben, warum bekomme ich das hier so preiswert, während ich bei dir, bei meinem Partner, das 10-fache oder 100-fache davon bezahlen müsste. Genau.